Dritter Tag der IAA heute, erster offizieller Besuchertag und wie Sie im Hintergrund sehen, unser Stand ist hervorragend frequentiert. Wir haben schon zwei heiße Tage hinter uns, aber heute ist der erste Tag, wo unsere Fachbesucher kommen, wo unsere Kunden kommen und wir haben einen vollen Zugang. Das hat auch seinen Grund, weil wir sind zum ersten Mal hier auf der Messe über alle drei E: Effizienz, Emission und Elektromobilität. Ist auch das erste Mal so, dass wir ein volles Produktprogramm von der konventionellen Verbrennungstechnologie hin über die Smart E-Mobilität bis hin zur vollen E-Mobilität hier präsentieren. Wir hatten noch nie so viele innovative Produkte im Stand wie in diesem Jahr. Rheinmetall Automotive ist von dem Wandel der Automotivindustrie hervorragend positioniert. Und ich bin froh, dass wir hier sind in Frankfurt, denn das ist immer noch eine der wichtigsten Messen für uns, für die Automobilzulieferer und für die Automobilindustrie.